Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Survive DayZ. Heute wieder mit mir, The Ghost.at. Da vorne mit der Mosin sitzend, der Expanding.at. Und der seltsame Ali Typ. Und hallo! Da redet wieder rein. Und der andere Typ hier, den ihr seht, der mir elegant den Rücken zudreht, ist Bloodwar. Hallo! Wir befinden uns hier zu dritt auf dem Valota Airfield und werden jetzt mal losstarten. Mal sehen, ob es irgendwas zu looten gibt und ob wir eventuell ein paar freundliche Mitspieler finden, mit denen wir uns höflich und nett unterhalten können. Jawohl. Ja, liebe Leute, in der letzten Folge sind wir zum Valota Airfield gestoßen. Macht der da? Ja, Michael, der Bloodwar versucht da einen Zombie zu töten, der kommt aber die Fliege raufgerannt. Natürlich werden wir jetzt, ja, wie es mit den Zombies so ist, an dieser Stelle weiter machen. Ja. Jeder von uns hat einen kleinen Ego-Trip heute erlebt. Mit einigen Feinden und Toten. Aber zum Glück, erst über einmal bin ich gestorben, aber. So, wohin führt uns die Reise? Zu den Baracken? Zu den Hangern? Ich würde sagen, dass ihr mal spot, aber ja, da ihr eh schon draußen seid, ist das, hat sich das die Deutschland. Ich da als Videochef da quasi, wenn ich mal zu den Baracken vorarbeiten, quer über das Flugfeld. Man lebt einmal YOLO. 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 Gottes Willen. Da bin ich schon spät dran für den Trend oder was? Ah, es ist wieder die coolen Songs wieder. Achso, die coolen, ja, das ey, andere, cool. Ich, ja, weil sich andere Leute dann aufregen über dies, dann ist es wieder cool. Jawohl, ich bin cool. Ich hab jetzt nichts gesagt. Also, hätten wir einmal eine Magnum, braucht wer eine Magnum? Braucht wer eine Hose? Nein, aber ich höre einen Zombie. Ja, das ist nichts Neues, da Zombies sind überall. Ah, ein paar Zombies. Alle zu mir. Schöne Stiefel, schöne Stiefel. Ja, also war nichts los, der tote Hose, der Frage braucht, der ehrlich mal. Der die Waffe rausnimmt. Assault West, das ist nett, das nehmen wir. Wenn wir das nehmen? Ja. Natürlich nehmen wir das. Aber wie werden wir in dem nehmen? Ja, ja. ich hätte eine wunderbare Amphibia. Ja, das ist die beste Waffe im Spiel natürlich. Ohne der kann man gar nicht spielen. Patronen. Grüne Kampfweste, ich glaube, das ist. Warum ist einer von mir? Ist einer von euch hergerannt zu mir? Na. Habt ihr gerade einen gehört? Ich bin im anderen Hangar, also in der anderen Baracke. Ja, sag das doch bitte. Lässt dich nicht an. Schock, verstehst? Auf dem Schock drauf muss ich wohl schnell eine Tomate essen. Ist der Gott neben mir? Ja, eine Hilfe! Combat-Weste? Ja, wo bist du? Baracke Nummer 1, hier, jawohl. So, jeder eine Baracke, sehr schön. So. Kann ich endlich meine Kapuze wegschmeißen, die mir heute die Zombies zerstört haben. Dank eines eleganten Spielabsturzes. Haben trotzdem noch die Zombies auf mich eingeschlagen. Da bist du durch, oder da ist nichts Nennenswertes. Schwarzes Barett. Nein. Ein grüner Rucksack, also muss ich noch brauchen. Hab schon. 4 Magazin mit Munition. Ja, es hat keiner ein 4 Luft noch. Ich sag ja, du bist der, der sich immer aufregt. SKS? Nix, doch. Ne? So ein Visier für meine SKS wäre nett irgendwann mal. Ja, da würde ich auch nicht nett sein. Was? Da hat man geschossen, oder war das? Ja, der Zombie da war lästig. Achso. Da haben wir ein bisschen Action reinbringen müssen. Ja, natürlich. Haben wir gedacht. Bei mal den Feinden halt einfach mal, lassen wir da sind. Ja, dann laufen wir mal zu den Hangars weiter. Würde ich sagen. Ja. Jetzt träume ich nicht mehr. Ja. Ach, scheiße. Geht da einen Sandkasten. Wo versteckt er sich? Komm schon. Sauber ist sauber. Ja,
sehr schön. Inzwischen 20 Spieler online. Ja, könnte noch interessant werden hier. Jetzt wird es dann langsam nice. So, lauft's einmal ab zu die Hangar. Ja. Die decken mal den Rest. Sehr schön, sehr schön. Da aber taktischer wieder vorgehen. Da was? Das ist ja kein Schach, dann, bitte da. Dann deckt ihr in meine Richtung und tut's halt gleich alles zusammenfladern. Natürlich auch rüber kann. Fladern, super. Vielleicht schaut jetzt irgendwer dann nochmal in meine Richtung. Ist das ein Pistolenmagazin? Nein, es ist nur ein. Hallo! Ein Schalldämpfer. Hallo, ja, bitte hier, ja. Geht! Wart. Ja, geht. Komm, lauf! Upsen. Boah, Schuss! Wer war das? Scheiße, ich bin getroffen worden. Wer war das? Komm her. Super deckend macht die Tür. Von wo bist du angeschossen worden? Von hinten. Wie verbinde ich? Hinten rechts. Kriegst du was? Es ist halt Kuchsalzlösung. Richtung Baracken? Wart. Ja. Wo seid ihr bitte? Da verbindest du die ganze Zeit? Ja, wir sind im Hangar. Fraktur. Mein Arm ist extrem mit painful. So, wo sind die Painkillers? So, warte, ich werde dir mal Kuchsalzlösung geben, ja? Painkillers. Wer hat wen angeschossen? Ja, jetzt, wo es den Videobeweis gibt, kann man natürlich sagen, dass ich das war. Was du echt? Ja, jetzt, oder? Das war mein nervöser Finger, tut mir leid. Na, jetzt im Ernst, oder? Ja, es tut mir leid. Boah, was ist denn mit dir? Ich wollte dich decken und dann hat mein nervöser Finger leider abgedrückt. Warum deckst du, warum zählst du da auf mich? Ja, einfach so, Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Ah, was mache ich denn jetzt gegen die Fraktur am rechten Arm? Das ist mein Schussfinger. Morphin. Ja, aber wir sehen, was ich da habe. Ich habe ja ein paar. Ja, Morphin müsste es mir geben. Dabei. So, ich hätte da. Nein, so, jetzt kann ich meine Sachen. Mein blauen, schönen Hoodie kann ich wieder. Entschuldigung, das war wirklich keine Absicht. So, was ist noch kaputt? Badly damaged. Meine Assault-Weste, die ich gerade gekriegt habe, ist schon wieder am Arsch. Das tut mir ja wirklich leid. Also liebe Zuseher, man merkt, das ist ein Spiel der Emotionen. Ja. Aber wirklich. Ja, kleiner Zwischenfall, das ist es wirklich. Komm mal her zu mir. Ja, es tut mir leid. Der nervöse Finger. So, nachdem wir das jetzt auch erledigt haben. Was? Dass mein Arm extremely scheiße ist. Ja, SKS-Munition, nachdem ich jetzt einen Schuss verbraucht habe, kann ich gleich wieder 20 aufkommen. Ja. Das tut mir was mache ich denn jetzt gegen die Fraktur? Wer ist denn da? Wir müssen durchschauen. Da hinten ist Mosin-Munition für dich. Nehme ich dir mit. Ja, aber was brauche ich denn für die Fraktur? Morphin. Was wollt ihr? Was ist oder ein Alkohol? Stick mit. Na, Alkohol bringt nichts. Ja, wenn ein Alkohol klingt, tun wir meine Wunden desinfizieren. Bringt zum aktuellen Spielstand jetzt noch nichts. Munition her. Bitte sehr. Na, probier dir da irgendwie außerretten. Ja. So, wo ist der Blatt war? Wo bist du hin? Nächster Hangar. Hab schon gelootet. Gibt es irgendwas Nennenswertes? Nope, 9mm Munition hätte ich. Okay, das ist nicht nennenswert. Oh, schöne Farbe hat das Spiel. So, jetzt muss ich mal ein bisschen was essen und trinken. Okay, eine Salzlösung. Ich kann ja noch eine Salzlösung geben, wenn es sein muss. Ich habe noch zwei auf Lager. Ich muss einmal auf Healthy kommen. Passt was zu essen und trinken? Ich habe alles dabei. Brauche ich nichts. Okay. Aber wenn du mir getötet hättest. Boah. Ja, das wäre dann habe ich mich selber gerade erschrocken. Das war wirklich keine Absicht, ich schwöre. Ja, weil man ein Video dann anschaut. Ja, Friends. Ach Gott. Ja, meine Güte. Ist nicht so schlimm. Blattwo hat schon mal geschafft, mich zu töten. Mit einem Schuss. Na, ich schaff's auch. Ja, sie schafft so das aber. Ja. Bin im Dauer und irgendwas bewegt sich am Ende vom Flugfeld. Passt, ich schau gleich.
Am Ende rechts, links, mittig. Rechts, Waldgürtel. Rechts, Waldgürtel passt. Ich schau mal das an. Könnte aber auch nur ein Zombie sein. Ja, Zombies bewegen sich relativ wenig. Ich hätte eine Camo-Weste im Tower. Eine Combat-Weste und ja, ein Nähset. Nein, die Nummer 3. Komischen. Ja. Wo rechts? Jungs, wo rechts? Rechts, dort wo wir gekommen sind. Eine Magnum hätte ich samt Munition. Spieler, da ist ein Spieler. Wo? Aufpassen. Wo denn? Bei den Baracken, bei den Baracken. Okay, ich bin im Tower. Welche Baracken, wo genau ist der? Da wo wir waren. Ja, wir waren bei allen Baracken, aber wo genau ist der jetzt? Ja, bei den, wo die beiden nebeneinander sind. Irgendwo dahinter. Okay. Ja, ich muss zu euch kommen, dass ihr eine bessere Sicht habt. Außer, ja, ich würde Richtung Tower reinkommen. Was ich noch sagen wollte, beim Zielen, gell? Wackelt das ganze Fadenkreuz, weil mein Arm. Es tut mir ja wirklich leid. Hoffen wir mal, dass der Spieler da hinten alleine war, ist. Schrecklich. Also bitte nicht schießen, ich bin ganz im Tower oben. Okay. So, meine nächste Combat-Weste, schauen wir mal, wie lange die haltet. Ein blaues Barett hätte ich und eine 1911er. Sehr schön, sehr schön. SKS-Munition. Könnten wir es mal da bitte ducken, ducken da rum, Blattwa. Bitte. Man weiß ja nie. Ich hab leider nicht gesehen, was der Bewaffnung gehabt hat. Aber musst du doch nachladen? Ja, ja. Gib mir mal Deckung, ich komm mal zu euch. Ja, ich geb da gern Deckung, wenn du magst. Ah. Einmal einen kleinen, unbedeutenden Fehler. Unbedeutenden Fehler. Der Scharfschütze kann immer scharf schießen, weil. Ich bin gerade badly damaged, weißt du. Ja, und I think my arm is broken. Wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt wirklich einmal irgendwas finden, was ich mal einspritzen könnte. Dass ich wieder ein bisschen an Farb krieg. Ich könnte dir eine Sollflösung geben, wir haben nur zwei Päckchen. Dann her damit. Wo bist du? Ja, du warst wieder draußen, bist du wahnsinnig. War wahnsinnige andere. Ja, läuft da draußen rum, leg dich wieder, so, dann kriegst du gleich was. So. Ich bin ja jetzt selbst an der Sani. Bleib doch, bleib da, sonst kann ich dir das nicht. Du schiebst mir da und weg. Ja, jetzt, you are too far away. Guck dir mal anders wieder. Ja, genau, so, das ist. Genau, nicht wegrollen. Alter. Das ist so lustig. Geht der helfen oder nicht? So, wie sieht's aus? Gar nichts gebracht. Das glaube ich wohl nicht. Ja. Ja. Ja, er steigt einfach mal hoch drauf. Denkt du nicht dabei? Beste Sicht. Ja, beste Sicht für die Feinde, um dich zu erledigen. Aber wie schaut denn der Plan weiter aus? Ich glaube nicht, dass wir den da finden. Ja, ich weiß, dass ich überhaupt alles wollte. So lange mit dem beschäftigen da. Ja, wir können ja weiter arbeiten zum nächsten Gebäude. Jawohl. Machen wir wieder so, dass ich da Wassergebäude wollte. Ja, das nächste. Das Rollfeld runter weiter als nächste Gebäude. Ja, dann bleib ich ja oben. Check die Lage, ihr lauft's oben und dann komm ich nach. Ja, also, da liegt ein Hunting-Backpack, falls noch jemand da noch braucht. Nope. So, wie sieht die Lage aus? Ja, die Spur hinterm Gebäude, wenn ihr vorbeigeht, da ist einmal nichts. Sehr schön. Im Wald. Ja, sag ich einmal, schaut's auch gut aus. Rechts.
Laufen. So, ja. So. Also laufen sie wohl. Der Arm ist extrem painful. Echt, oder? Das wird mir nicht vorhalten. Ja. Das werden wir jetzt an die nächsten 100 Folgen noch hören. Oh. Nee. Ja, das ist halt so mit der nervösen Fieber. Nein. Meine Hand hat heute nach den 3 Kills so gezittert, dass ich nicht einmal den Typen gescheit looten hab können. Das war arg. So, wo ich grad war, den haben wir auf dem Weg verloren, oder wie? Hinter dir. Okay, die Tür ist, geschlossen, ein Zombie steht davor. Ich bin direkt und ich hol mir den Zombie. Das ist an und für sich kein gutes Zeichen. Und jetzt war noch keiner da. Naja, Zombie vor der Tür. Ja, der spawnt da. Das ist schön. Ja, da steht niemand Zombie vor der Tür, ja. Okay. Die Linie ist auch alles nicht da. Zufälligerweise habe ich da gerade. Nein, das sind Kohletabletten. Keine Dinge. War eigentlich der Plan, dass ihr schaut, ob irgendwo wer ist und dass ich dann nachkomme, aber. Ja, lass uns schon mal schnell. Schau mal grad, schau mal grad. Ich werde alles einmal durchlooten, ja. Ja, wir schauen ja noch, ob im Gebäude jemand ist. Ja. Ich sehe nicht einmal mehr. Ein Zombie war. Ja. Oh. Oh. Ja, der Zombie hat mich erwischt. Warum hat mich der Zombie erwischt? Okay, die Luft ist rein. Lauf, Boris. Lauf. War sie in den kleinen Hangar auch drin? Nein. Mm-mm. Eine Säge, falls ich mit einer Säge drauf. Wird mal schnell was tun. Eine Jacke wäre mal super. Weil ich weiß nicht, was mit der passiert ist. Ich weiß das leider auch nicht. Kannst mir nicht erklären. Ehrlich. Und zwar kommt der Zombie. Ein Meset. Ja, das habe ich nicht gesehen. Bitte mitnehmen oder mir geben. Essen, trinken. Man muss ja wohl genährt bleiben. 556er Munition. Ja. Auch keiner? Nein. Na, ich steck's mal ein. Wo dann? Schau's dir. Nein, keine M4. Sehe ich keine. Unten, hab ich gesagt, unten. Ah, unten, okay. Ja. So, dann können wir das Flugzeug jetzt abgeklappert haben. Sprich, Esseführer, wo geht die Reise hin? Hoch auf den Hügel. Wo wird der uns hinbringen? In den Garagen, in den Schulen, in den. Keine Ahnung, was haltest du davon, wenn wir da einen Break machen und in der nächsten Folge weiter attackieren? Ja, das ist ein guter Zeitpunkt für einen Break. Alle leben noch. Alle sind gesund. Nicht ganz fit, aber gesund. Ja. Tschüss auf die. Das war nicht ich. Ja, das war ja Spending da, die Rache. Naja, auf jeden Fall lassen wir es gut sein für diese Folge. Nächste gibt es auch genug zu tun. Man weiß zwar nicht, was der da vor mir so vorhat, aber. Ja, danke fürs Weiterbewegen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen.
Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.